bin ich gerade am Überlegen, damit ich ihn hochleveln kann, unter anderem auch, könnte ich jetzt eben eine Quest für die Magiergilde machen. Also für die Magiergilde und Kriegergilde, damit er die Fertigkeiten freischaltet. Das ist allerdings an einem Ort, wo ich noch gar nicht freigeschaltet habe. Hier dasselbe. Werd schauen, vielleicht werde ich das dann so ein bisschen mit einweben in die Geschichte. Das heißt, die Hauptgeschichte ist jetzt sozusagen. Ja, pausiert kann man. Ja, doch, vielleicht ein bisschen pausiert. Nun, was habt ihr bekommen? So, hier im Schlachtfeld hat sich noch nicht viel getan. Hier hat es einen Händler. Ich werde mal kurz die Rüstung reparieren. Schaut euch diesen Himmel an. Weiß nicht, da die Sachen werde ich wahrscheinlich in die Gildenbank spenden, denke ich mal. Ah, das Buch da kann ich ja gar noch nicht looten, glaube ich. Das ist ja das, wo da oben auf dem Berg ist, genau. Das heißt, ich hätte theoretisch. Also bis genau hierhin war ich ja eigentlich schon. Fantastisch! Das ist es, was es braucht, damit Dunkelelfen und Argonia zusammenarbeiten? Einen ausbrechenden Vulkan? Worüber streiten die Dahmer und die Argonier? Alte Fäden. Ich dachte, jeder wüsste das. Lange vor der Gründung des Ebenherzpaktes haben die Dunkelelfen die Argonier versklavt. Sie überfielen Schwarzmarsch und brachten die Gefangenen hier hinauf, zum Fronendienst. Die Argonier haben ihnen das wohl nie verziehen. Sicher. Aber das größere Problem sind die Dunmer. Bis zur Gründung des Paktes waren sie es gewohnt, die Herren und Meister zu sein. Jetzt sind die Argonier auf einmal frei. Und alle sollen gleich sein. Die ehemaligen Sklavenhalter haben also Schwierigkeiten, sich an die neue Lage zu gewöhnen. Gesprochen wie ein echter Höfling. Eine bloße Behauptung, alle seien Freunde, macht doch lange keine Wahrheit. Die Gründung des Paktes war eine Schlacht. Und auf ihrem Feld verlaufen noch immer viele Fronten. Gut, das wird wahrscheinlich schon einen Moment dauern, bis da wieder alles. So ist und für beide Seiten steht. Also der Vulkan ist noch cool gemacht, so mit dem Aschenregen und scheint noch die Sonne dadurch.
Sieht schon noch cool aus, das. Eines Tages werdet ihr damit etwas Überraschendes herstellen. Onuya ist dort drüben. Frage mich gerade, wer das da ist. Das ist. Anscheinend gehört das auch zur Geschichte. Aber das scheint eine eigene Geschichte da zu sein, oder was? Ach, rede mal mit ihr oder ihm. Ich bin kein tapferer Agonia. Ich sollte das nicht tun. Nur ein paar alte Runen lesen, hat er gesagt. Er hat nicht erwähnt, wie umtriebig die Toten hier sein würden. Wie kann ich euch helfen? Ihr seid die Sonne auf meinen Schuppen. Eure Antwort liegt mit Marvos Silurit begraben. Er hat vor langer Zeit die Brüder des Zwists gebunden. Wir brauchen sein Wissen. Aber ein Hochwohlgeborener wie er könnte... schwierig sein. Okay. Wie bringen wir Mavos dazu zu kooperieren? Oh, man kann von einem Hochwohlgeborenen nichts verlangen. Ihr müsst ihm schmeicheln. Wenn wir respektvoll genug sind, wird er vielleicht erscheinen. Meine Schriftrollen sprechen von je einem Schrein auf der östlichen und westlichen Anhöhe. Ehrt ihn an beiden. Dann trefft mich im Zentrum von Otrenes. Im Zentrum von Otrenes. Also Otrenes ist da der Ort da oben, habe ich gesehen vorhin. Das werde ich tun. Geht. Und denkt daran. Versucht demütig zu klingen, wenn ihr Mavos Namen beschwört. Wenn ihr mich in der Mitte von Otrenes trefft, haltet euch bereit. Es gibt dort noch mehr zu erledigen. Wie erlernte Mavos Ballre zu binden? Mavos stammt aus uralten Zeiten. Und daher wusste er auch um uralte Geheimnisse. Was sonst? Er half, diese gefährliche Waffe zu binden, doch er starb vor langer, langer Zeit. Warum wurde Balret gebunden? Während der ersten Ära waren die Chima im Kampf gegen ihre Feinde so verzweifelt, dass sie die Brüder des Zwists erschufen. Seht euch an, was er an nur einem Tag angerichtet hat. Meine Schuppen verdorren schon, wenn ich nur an diese Hitze denke. Wer kann ihn nur befreit haben? Geht. Und denkt daran. Versucht demütig zu klingen, wenn ihr Mavos Namen beschwört. Wenn ihr mich in der Mitte von Otrenes trefft, haltet euch bereit. Es gibt dort noch mehr zu erledigen. Apokrypha mit euch. Also ich gehe jetzt mal die Treppe hoch und schau mal da die Mitte an.
Qualitätsmaterial für Qualitätswaren. Also Ballered ist ja da die Kreatur, die wir beschworen haben für den Kampf gegen das Bündnis da. Also hier hinten scheint noch irgendein Magierbuch zu sein. Irgendwo. Ah, da oben, ich sehe es. Komme ich denn hier so rauf? Nicht wirklich. Ahnengeister und die Dummer gekürzt. Ah, ihr habt etwas getan, das euer Gefährte gut heißt. Jeder Gefährte hat persönliche Vorlieben, die Einfluss darauf haben, was er im Laufe der Zeit von euch hält. Handelt ihr in seinen Augen richtig, verbessert sich, glaube ich, die Beziehung oder so zu euch. Der Schrein der Hochachtung. Betet am Schrein der Hochacht. Auf der anderen Seite, oder? Ah, hier ist er, okay. Bei meinem Ei! Ihr habt mich erschreckt! Bitte lasst das! Wart ihr sehr demütig, als ihr um die Ehre von Mavos Gegenwart gebeten habt? Ja, was ist der nächste Schritt? Onja. Es wird Zeit. Ehrt Mavos an dieser Feuerschale in der Mitte von Otrenis. Übrigens gieren die Toten nach eurem Blut, weil ihr es gewagt habt, einen Hochgeborenen zu stören. Ich werde hier drüben warten, bis ihr fertig seid. Ich weiß, meine Freundin. Ich sollte euch helfen, aber ihr seid so viel mutiger als ich. Geht und ehrt Mavos ein weiteres Mal. Wir müssen wissen, was er weiß. Lebt den Zorn der Toten stand. Er stört meine Ruhe.
euch sieht das so einfach aus. Zumindest das, was ich sah, wenn ich mich mal nicht versteckt oder wie ein Schlüpfling gejammert habe. Ich weiß, ich bin nicht mutig. Aber habt ihr seine Stimme gehört? Marvos ist zurückgekehrt. Großartig, wo kann ich ihn finden? Er ist wichtig, also bekommt er auch das wichtig erscheinende Grabmal. Es ist die größte Krypta in der Nekropole. Ich werde meine Notizen zusammensuchen. Wartet nicht auf mich. Okay. So etwas war nicht Bestandteil meiner Ausbildung. Unterlagen kopieren, das wäre was für mich. Oder vielleicht Schriftrollen vorlesen hinter der Front, aber nicht das. Geht und sprecht mit Marvos, damit ich diesen trockenen Platz verlassen kann. Ich frage mich, was es mit dem auf sich hat da. Geh mal rauf, wahrscheinlich kommt dann das später noch dazu. Mit den Farben oder so, keine Ahnung. Ihr seid also der Guan, der mich auferstehen ließ. Euer Anliegen sollte lieber unfassbar wichtig sein. Denn sonst werde ich eurer fleischlichen Hülle Unaussprechliches antun. Alred, der Bruder des Zwist, verwüstet Steinfälle. Das ist es? Ich war der größte Magier meiner Zeit. Und ihr erweckt mich wegen etwas, das man auch in einem Buch nachlesen könnte? Es ist lächerlich. Aber ich sehe schon, ich muss meinem Volk erneut zu Hilfe kommen. Die Grabwürmer werden noch eine Weile auf euch warten müssen. Ich wusste, dass Skelette nicht ausreichen. Ich hätte einige Dedra beschwören sollen, um diesen Ort zu beschützen. Oder einen Feueradronachen. Das wäre gut gewesen. Könnt ihr mich lehren, wie man Balred bindet? Ich habe es vergessen. Seht mich nicht so an, Wurm. Ich bin tot. Einzelheiten verblassen mit der Zeit. Wenn ihr es erfahren wollt, werde ich eine Vision der Vergangenheit beschwören. Dann werdet ihr es schon sehen. Was kann ich für euch tun? Ritualgegenstände. Ein Schädel und eine Kerze. Falls sie nicht von Grabräubern gestohlen wurden, solltet ihr sie in den Gruften im Osten und im Westen finden. Jede von ihnen ist durch ein Rätsel geschützt. Und nein, ich erinnere mich nicht an die Lösung. Viel Glück dabei. Ich werde das Rätsel lösen und die Gegenstände besorgen. Ich kann das Ritual nicht ohne diese Gegenstände durchführen. Ich habe nicht einmal Hände, um sie zu greifen. Das ist ärgerlich. Östliche und westliche Grabmäler, Kerze und Schädel. Und was auch immer ihr tut, tut... nichts. Ihr wisst schon, was ich meine. Könnt ihr mir nicht einfach sagen, wie ihr Balred gebunden habt? Ja, könnte ich, wenn ich mich nur erinnern würde. Erinnerungen bringen nicht mehr viel, wenn man tot ist. Belästigt mich nicht mit Fragen, warum. Ich vergesse schon wieder, warum ich mich um die Lebenden scheren sollte. Warum sind die Kerze und der Schädel wichtig? Es sind sehr persönliche Ritualgegenstände. Ich habe 2 Wochen lang geschuftet, um diese Kerze aus Qamafet herzustellen. Und der Schädel gehörte meinem Lieblingslehrling. Warum? Weil ich es gesagt habe. Ich quatsch nochmal mit ihm und schau, was er sagt. Ich kann das Ritual nicht ohne diese Gegenstände durchführen. Okay, er wiederholt wieder das Gleiche. Ich brauche einen Augenblick. Ich bin kein junger Mann.
Okay, ich gehe mal runter, mal schauen, was mich erwartet. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Einfach die richtige Farbe einstellen wahrscheinlich, oder? Besorgt den Schädel. Also die Rätsel, die er sich ausgedacht hat, ist nicht ganz sonderlich schwierig. Also wenn die Skelette nicht wären, glaube ich, könnte das ein Kind lösen, ohne Problem. Eine weitere Chance auf Perfektion. Bei Moras vielen Tentakeln. So, hier oben scheint nichts zu sein. Also 2 Wochen hat er für die Kerze gebraucht, um die zu machen. Hä? Blau noch. Besorgt die Kerze. Guter Fund, Kollegen. Das heißt, jetzt muss ich wieder zurück zu ihm. Mal schauen, was der... weiter erzählt. Ich finde ihn auf jeden Fall witzig, der Geist. Kerze aus Quamafett. Es handelt sich um eine einfache weiße Kerze, die aus dem Fett eines unterirdisch lebenden Insekts hergestellt wurde. An Schädel. Dieser menschliche Schädel wurde dunkelrot bemalt. Ich frage mich gerade, was das für ein Relikt ist, was da dabei ist. Ah, ihr habt den Schädel und die Kerze. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Ihr könnt kleine Gegenstände sammeln. Schön für euch. Tretet jetzt zurück, während ich das Ritual vollziehe. Und wenn ihr scheitert? Ihr zweifelt an meinen Fähigkeiten? Falls es euch ein Trost ist,
Eure Überreste werden nicht schwer zu säubern sein. Ich hingegen bin bereits ein Geist, sodass es für mich kaum eine Rolle spielt. Wolan, ich bin bereit. Gut für euch. Macht euch bereit. Der Kohlen kam. Okay. Ah, da oben bin ich jetzt gelandet. Ist denn der Ort jetzt real oder ist das nur, blöd gesagt, eine Nachbild? Keine Ahnung. Denn wenn der Ort real ist, werde ich ja hier das Buch finden, wo ich von unten probiert habe, einzusammeln. Ne, das scheint schon eine Projektion zu sein. Weil in der echten Welt ist ja der Vulkan ausgebrochen und hat das Dorf verwüstet. Ich frage mich gerade, ob man da unten auch spazieren könnte oder nicht. Kommt aber wahrscheinlich nicht mehr hoch, je nachdem. Edin. Valret ist zu stark. Überall Portale. Wir werden sterben. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Kümmert euch nicht darum. Was ist los? Wir versuchen, Valret zu bändigen. Doch es öffnen sich immer wieder dädrische Portale. All jene, die Valret überlebt haben, werden von den verfluchten Skampen niedergemacht. Wie können die Portale geschlossen werden? Nehmt, was in diesem Beutel ist, und werft es in die Portale. Das wäre meine Aufgabe gewesen, doch mein nahender Tod hindert mich daran. Sucht danach Magistra Enuse auf. Sie sollte nördlich von hier zu finden sein. Unterbrecht Gelehrsamkeit. Beutel, dieser Beutel ist mit winzigen silbernen Steinen gefüllt. Ne, da oben wäre es schon richtig gewesen. Ich gehe mal da oben hin. Thank you.
brennenden Tentakeln. Ich bin froh, dass das bei Moras vielen Augen. Was ist denn das, was ich jetzt da gerade erblick? Frag mich gerade ernsthaft, könnte man da unten erkunden gehen oder nicht? Könnte man nämlich das mal ansehen, wenn es nicht kaputt ist. Ich komme hier nicht hoch. Hey, wir haben eine Übereinkunft. Problem ist, ich komme hier wahrscheinlich nirgends mehr hoch. Es wäre aber schon noch interessant, es würde mich reizen, das zu erkunden. Das ist ja da die Zuflucht, wo der Prophet drin wäre. Weil anscheinend bin ich ja in der Vergangenheit, das heißt, es wäre noch reizvoll da zu schauen, wie das früher aussah. Aber ich glaube, ich komme hier nicht mehr hoch nach. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich wahrscheinlich hinüber. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ich jetzt da runtergehe. Es hat aber nirgends eine Lücke oder so. Oh oh. Ich glaube, ich komme hier wirklich nirgends mehr hoch dann. Gut, normal macht das auch kein Mensch außer mich, wahrscheinlich. Oh, der ist jetzt gestorben, hä? Also so hat auf jeden Fall das Dorf ausgesehen, wo der Vulkan noch nicht ausgebrochen ist. Das heißt, da war vorher Wasser alles.
vielleicht aber noch interessant, das mal zu sehen, wo es noch ganz. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt da runterspringen würde und das erkunde. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Weil der Geist hat mich ja hin teleportiert, oder? Ist denn der Ort hier auch uns da? Sieht das gleich aus? Soll ich mal probieren, ob ich da runterspringe? Komm aber nicht mehr hoch, weil sie eine Projektion ist vom Geist. Ja komm, scheiß drauf, ich springe jetzt mal runter. Oh. Okay. Ich muss das jetzt halt einfach mal austesten. Also man wird zurück teleportiert, man kommt da nicht rum. Auf jeden Fall kann ich jetzt das auch abhaken. Das heißt, ich gehe jetzt zu der Frau, zu der Magierin da. Die wird mir dann sagen, was zu tun ist. Aber ich meine, wenn man schon mal in die Vergangenheit reisen kann und das ansehen kann, wie das früher mal ausgesehen hat, ist das ja schon noch interessant eigentlich. Ihr seid nicht mein Akolyt. Wo kommt ihr her? Ich bin hier, um zu helfen. Ich habe die Portale geschlossen. Sehr mutig, Akolyt. Jetzt hört zu. Marvus kann nicht länger durchhalten. Er kontrolliert zwei mächtige Wächter-Atronachen. Sie sollten in der Lage sein, selbst Balred festzuhalten. Zornesglut und Flammenglut. Geht zu den Feuerschalen. Beschwört sie und bringt diesen Tag zu Ende.